Hallo, ich möchte eine Möglichkeit zeigen, den einfachen Dreisatz zu berechnen. Wir können das hier als Bruch darstellen mit Zähler und mit Nenner. Und die Aufgabe lautet, 12 Äpfel kosten 4 Euro. Das sind also die Angaben, die wir haben, und die gehen hier unten in den Angabesatz ein. Die Frage lautet, wie viel Euro kosten dann 9 Äpfel? Und diese Frage schreiben wir in den Fragesatz. Und dann entwickeln wir den Lösungssatz. Ich trage also die Werte aus dem Angabesatz hier ein. Ich habe 12 Äpfel, die kosten 4 Euro und ich möchte wissen, wie viel kosten dann 9 Äpfel? Dann prüfe ich das Verhältnis zu der gesuchten Größe, nämlich den Euro, und kann hier fragen, 9 Äpfel sind weniger als 12 Äpfel. Dann gebe ich hier ein Minus ein und wenn 12 Äpfel 4 Euro kosten, dann kosten weniger Äpfel auch weniger. Und ich sehe, ich habe damit ein gerades Verhältnis. Wir bearbeiten also hier den geraden Dreisatz. Hier unten habe ich einen Merksatz. Bei geradem Verhältnis bleiben Zähler und Nenner, wie sie sind. Hier im Lösungssatz. Die 4 Euro, die übertragen wir vom Nenner in den Zähler, wenn wir nach x umstellen, denn x durch 4 bedeutet, dass wir die mathematische Umkehroperation benutzen, also mal 4 und deshalb die 4 hier oben in den Zähler. Dann haben wir das Ergebnis. 3 Euro kosten dann 9 Äpfel und wir berechnen das, indem wir 9 mal 4 durch 12 rechnen. Ich verändere die Aufgabe jetzt und sage, 9 Äpfel kosten 3 Euro und frage dann, wie viel Euro kosten dann 12 Äpfel? Dann prüfe ich das wieder und sage, 12 Äpfel sind mehr Äpfel als 9 Äpfel und 12 Äpfel wären dann auch mehr Kosten. Und ich habe immer noch ein gerades Verhältnis, nur sage ich jetzt, mehr Äpfel kosten auch mehr, vorhin waren es weniger, kosten weniger. Noch eine Aufgabe zum einfachen Dreisatz. 8 Arbeiter erledigen eine Arbeit in 15 Tagen. Wie viele Tage benötigen 5 Arbeiter für dieselbe Arbeit? Wir haben hier den Angabesatz, den tragen wir wieder in den Nenner ein. 8 Arbeiter und 15 Tage. Gesucht ist die Anzahl der Tage, die 5 Arbeiter für dieselbe Arbeit brauchen. Die kommen also in den Fragesatz und der steht im Zähler. Und dann wollen wir hier zum Lösungssatz wiederkommen. Die 15 steht schon im Zähler drin, wie vorhin. X durch 15 bedeutet beim Umstellen nach x, dass wir mal 15 rechnen. Also kommt die 15 hier hoch in den Zähler. Jetzt prüfen wir wieder das Verhältnis und sagen, 5 Arbeiter sind weniger als 8 Arbeiter.
Und wenn 8 Arbeiter 15 Tage für eine Arbeit benötigen, dann brauchen weniger Arbeiter mehr Tage. Und wenn ich das jetzt bestätige, dann erhalten wir ein ungerades Verhältnis und wir kommen hier zum ungeraden Dreisatz. Und im Lösungssatz, das steht hier im Merksatz, beim ungeradem Verhältnis werden die Werte im Zähler und Nenner getauscht. Die 5 wandert vom Zähler in den Nenner und die 8 geht hier vom Nenner in den Zähler. Dann haben wir hier das Ergebnis. 8 mal 15 durch 5 ergibt 24. 24 Tage benötigen also 5 Arbeiter für dieselbe Arbeit. Und dann können wir festhalten, kommen wir zu dem Ergebnis, je mehr, desto mehr, also plus und plus oder weniger, desto weniger, minus und minus. Dann handelt es sich um einen geraden Dreisatz und Zähler und Nenner bleiben gleich im Lösungssatz. Und ist das Ergebnis je mehr, desto weniger, also plus und minus, oder je weniger, desto mehr, minus oder plus, dann vertauschen wir im Lösungssatz den Zähler und den Nenner. Okay.